GAS, die Trilogie der Stadtwerke von Matt Ruff. Teil 2, Gas. Als John und Kite vor dem Phoenix standen, verrenkte Joan sich den Hals, um zu der elektrischen Anzeige, über die sich Eddie Wilder gestern gewundert hatte, auf der Westfassade des Gebäudes hochzustarren. Das gigantische Abreißkalenderblatt mit der geheimnisvollen Zahl 997. Hast du eine Ahnung, was das bedeuten soll? Die Zahl nimmt in Abständen zu. Aber weißt du, was da gezählt wird? Nein. Du? Harry Gents Büro befand sich neben der Abteilung für öffentliche Meinung im 200. Stock. Um 10 Uhr, als John und Kite nach mehreren Fahrstuhlwechseln dem letzten Lift entstiegen, wartete Harry Gent schon auf sie. Hi, Harry. Joan. Harry, das ist meine Freundin und neue Partnerin, Kite Edmonds. Kite, Harry Gent. Freut mich, Sie kennenzulernen. Also, wollen wir reingehen und uns ein wenig unterhalten? Joan und Harry verschwanden in Gents Büro. Kite machte sich vor dem Büro in einem Sessel bequem. Grob gesprochen hatte Harry Gent von der Gesamtfläche der Etage alles bekommen, was die Abteilung für öffentliche Meinung nicht benötigte. Nach Abzug eines Privatbadezimmers und Konferenzsaales, eines maßgeschneiderten Mammutschreibtisches und etlicher Aktenschränke mehr, als er imstande sein würde, mit Akten zu füllen, selbst wenn er Kites Alter erreichen sollte, blieb Harry noch genügend Platz und genügend Fenster übrig, um sich einen bürointernen Hubschrauberlandeplatz einzurichten, wenn er je den Wunsch danach verspüren sollte. Was allerdings nicht zu erwarten war, Höhenangst. Also füllte er den ganzen Platz, den er nicht brauchte, mit Gerümpel. Mit Spielereien, vor allem wie einem holographischen Projektionsspielbrett von der Größe zweier Standard-Billardtische. Zwischen zwei mit Joysticks, Knöpfen und Schaltern gespickten Spielkonsolen schwebte eine virtuelle Insel. Eine große amerikanische Verbraucherinsel, eine Insel mit zwei Fabriken darauf, einer weißen und einer schwarzen. Außerdem waren hunderte kleiner pinkfarbener Häuser zu sehen mit winzigen Hologrammmenschen, die darin wohnten, winzigen Menschen, die vor winzigen Fernsehgeräten saßen, winzigen Rasenmähten und winzige Eiscremetüten von winzigen Eisfarben kauften. Das ist eine Lernmaschine für angehende kapitalistische Demokratien, die den Dreh noch nicht so raus haben. Albanien hat 1000 Stück bestellt. Und wo sind die kleinen holographischen Giftmülldeponien? Das ist ein vereinfachtes ökonomisches Modell, Joan. Abfallbeseitigung gehört nicht zur spezifischen Zielsetzung der Simulation. Stört's dich, wenn ich rauche? Ach, hast du es dir noch nicht abgewöhnt? Ich habe immer noch alle meine schlechten Angewohnheiten, genau wie du. Es ist schön, dich zu sehen. Du hast mir gefehlt. Am Telefon hast du gesagt, du würdest mir bei den Nachforschungen im Fall Teaneck helfen. Ich habe gesagt, ich würde mich gern darüber unterhalten. Aber du weißt genauso gut wie ich, Joan, dass er nicht von einem automatischen Diener ermordet wurde. Es ist möglich. Und wenn ein Konzern oder die Regierung ihre Finger in der Sache drin hat, ist es mehr als nur möglich. Hast du die Akte der Mordkommission gelesen? Die Polizei hat mir nicht angeboten, einen Blick reinzuwerfen. Aber geredet hast du mit der Polizei doch. Werner hat sich mit ihnen unterhalten. Und? Nichts und. Keine Fragen? Werner hat mir jedenfalls nichts davon gesagt. Also, warum wolltest du überhaupt, dass ich herkomme, wenn du mir nichts anderes zu erzählen hast, als dass es nichts zu erzählen gibt? Ich hatte einfach Lust, dich wiederzusehen. Ein paar Züge passiv rauchen, mir anhören, wie du mir vorhältst, wie verantwortungslos ich bin. Wie in den alten Zeiten. Und um dir zu sagen, dass, wenn du mir nicht glaubst, dass meine Diener unschuldig sind, du John Hoover aufsuchen solltest. Wen? Toby? Joan schrak zusammen, als der Diener scheinbar aus dem Nichts auftauchte, obwohl er in Wirklichkeit die ganze Zeit reglos, aber unübersehbar inmitten des Gerümpels herumgestanden hatte und sie ihn lediglich nicht bemerkt hatte. Er trat ohne ein Wort vor und überreichte Joan ein Kuvert. Danke, Toby. Was ist das? Zwei Hin- und Rückfahrkarten für Harry Gans Blitztransit nach Atlantic City. Den Morgenzocker-Express hast du schon verpasst, aber es gibt einen Zug, der um 11.30 Uhr abfährt und noch einen um 12.59 Uhr. Wenn du möchtest, kann ich dir ein Taxi bestellen, das dich von hier direkt zur Grand Central fährt. Wer ist John Hoover? Der Mann, der den selbstmotivierenden Androiden erfunden hat. Ursprünglich war er bei Disney, aber als ich das Patent gekauft habe, ist er hier rübergekommen und hat 3 Jahre lang für mich gearbeitet. Jetzt ist er im Ruhestand, wohnt in New Jersey, bleibt aber auf dem Laufenden, was die Aktivitäten der Firma betrifft. Wenn ich mir die Mühe mache, diesen Typen einen Besuch abzustatten, wird er mir dann auch etwas Sachdienliches zu erzählen haben? Er ist Wissenschaftler. Er könnte dir wahrscheinlich ein ganzes Stück genauer erklären, warum es unwahrscheinlich ist. In Ordnung. Wenn du heute Abend zurück bist, könnten wir zusammen essen. Joan sah ihm in die Augen, senkte den Blick dann wieder auf die Karte mit der Adresse. Übers Essen?
unterhalten wir uns, nachdem ich mit John Hoover gesprochen habe. Gut. Das wird sich zeigen, Harry. Aber trotzdem danke für die Einladung. Dienstag, 11. Oktober 2023. New York, Grand Central Station. 10:50. Morris bekommt seine Post, während Maxwell eine Witterung bekommt. Der Mann, der die Grand Central Station betrat, sah aus wie ein wahnsinniger Rabbi, der Pancho Villas Kleiderschrank ausgeplündert und dann zur Sicherheit noch eine Stadtstreicherin ausgeraubt hatte. Die Verkleidung war so durchschaubar und so auffällig, er trug praktisch das Warnschild Achtung, Volltrottel-Terrorist um den Hals, dass die FBI-Agenten, die nach ihm auf der Lauer lagen, anfangs ihren Augen nicht trauten. Nach dem ersten Schock schmunzelten sie. Das war ein Fehler. Jedenfalls ließen sie Morris Katzenstein passieren. Sie ließen auch Panzerkommandant Maxwell passieren. Aus reinem Zufall trampelte er mit seinem Elektrobein ein paar Schritte hinter Morris in den Bahnhof und die FBI-Agenten fassten ihn vorübergehend ins Auge und fragten sich, ob er ein Komplize sein könnte. Aber anstatt dem jüdischen Piraten zu folgen, schwenkte Maxwell nach links ab, auf einen Zeitungsstand zu, wo irgendwelches nackte Fleisch lockte. Morris derweil ging auf die Nordostecke der Halle zu, wo sich der Postschalter befand. Von einem Sims aus, der knapp unter dem Rand des Daches entlang lief, behielten zwei an Sicherheitsgurten hängende FBI-Heckenschützen Morris im Fadenkreuz, bereit, ihn abzuservieren, falls er irgendetwas unternehmen sollte, was wie eine Gefährdung der Zivilbevölkerung aussah. Er tat es nicht. Er ging schnurstracks zum Schalter, wo Agent für un-unamerikanische Umtriebe Ernest Chief Vogelsang ihn in einer geborgten Postuniform begrüßte. Kann ich Ihnen helfen? Ich möchte ein Paket abholen. Morris setzte seine Einkaufstaschen auf den Boden und zückte einen gelben Zettel. Als er ihn Vogelsang reichte, klopfte er mit den Knöcheln dreimal auf den Schaltertisch. Vogelsang antwortete mit einem Codesatz. Ist immer nett, zu dieser Jahreszeit Päckchen zu bekommen, wie? Um ehrlich zu sein, bekomme ich meine Päckchen lieber um den 4. Juli herum. Hier ist Ihr Paket. Oben auf dem Sims wurde einer der Heckenschützen von einem silbernen Eichhörnchen gebissen und verlor das Bewusstsein, noch ehe er aufschreien konnte. Der zweite Heckenschütze spürte, wie es hinter ihm von einer offenen Luke her zog und wurde von einem Polarhäschen im Rücken getroffen. Auch er nickte sofort ein und blieb vornübergebeugt in seinen Gurten hängen. Vogelsang holte eine Plastikschachtel von der Größe eines Brillenetuis hervor und ließ sie mit dem Daumen aufschnappen, damit Morris die 4 darin befindlichen Mikrochips sehen konnte. Gehört alles Ihnen. Nur noch eine Unterschrift hier. Er legte auf seiner Seite des Schalters ein elektrisches Klemmbrett neben die Mikrochip-Schachtel. Morris musste hineinlangen, um es zu sich herüberzuziehen, und als er das tat, ließ Vogelsang eine Handschelle um sein Handgelenk zuschnappen. Ich verhafte Sie wegen versuchten Diebstahls von Regierungseigentum, Amtsanmaßung, Computerspionage und Verdachts der Piraterie auf hoher See. Sie haben das Recht, einen Anwalt hinzuzuziehen oder die Aussage zu verweigern. Morris zog seinen Arm zurück und ließ die Hand stehen, die sofort die Handschelle abschüttelte und auf Vogelsang losging. Wie eine fünfbeinige Tarantel krabbelte sie an Vogelsangs Hemdbrust hoch, machte einen Klimmzug an seinem Kinn und presste ihm eine chloroformgetränkte Handfläche auf Mund und Nase. Nacht, Ernest. Seine echte Hand schwuppte aus dem Ärmel hervor, den die Unechte geräumt hatte, und schnappte sich die Mikrochip-Schachtel. Gib mir Deckung. Wolken von dichtem weißem Dampf begannen aus den Einkaufstaschen hervorzubrunnen. Vogelsangs Unterstützungsteam zögerte in der Annahme, die Heckenschützen würden gleich das Feuer eröffnen. Bis sie begriffen hatten, dass die Heckenschützen schliefen, war die ganze Nordostecke der Halle in Nebel gehüllt. Maxwells Marineinfanteriejacke war ganz mit Büchern vollgestopft, aber es befanden sich noch gut 8 bis 9 Exemplare im Ständer. Eine FBI-Agentin kam, eine Maschinenpistole in den Händen, aus der Zeitungsbude gerannt. Maxwell stellte ihr ein Elektrobeinchen und verpasste ihr, als sie vornüberflog, einen Schlag auf den Hinterkopf. Maxwell hob die MP auf, sah dabei zum Sims hinauf und erkannte Serafina. Mega Tussi mit den grünen Augen. Maxwell war Soldat und er hatte den 6. Sinn, den Gott allen Wahnsinnigen gewährt. 23, New York, Grand Central Station, 12:25. Ein 15 Stunden Ei. Sie befanden sich in einem Streckenarbeiterraum, der seitlich aus einem der Blitztransittunnel herauswuchs. Jetzt spielte Morris unter einer dreckverkrusteten 60-Watt-Deckenbeleuchtung mit Elektronikbausteinen.
Freundin Eichkätzchen hielt draußen im Tunnel nach Fats Ausschau. Erklär mir nochmal, was diese Mikrochips eigentlich tun. Ja, sie nehmen abstrakte Informationen und spinnen daraus eine sich ihrer selbstbewusste Persönlichkeit. Er hielt ein Arme-Leute-Fabergé-Ei in der Hand, selbst gebastelt aus dem Inhalt von Tom Sawyers Hosentaschen. Ein Stückchen Schnur, der Kontrollabschnitt einer Kinoeintrittskarte, ein Bonbonpapierchen und ein Schmetterlingsflügel schwebten einträchtig in einer harten, harzähnlichen Schale, die einen Dotter aus purem Gedächtnis umschloss, eine sorgfältig zusammengestellte Auslese aus Serafinas afrikanischen Wissensspeicher. So ganz genau weiß ich nicht, wie es funktioniert. Er prokelte gerade winzige Steckplätze in der Eierschale auf und führte die gestohlenen Mikrochips ein. Nur, dass in diesem Fall keine Geschichte, sondern eine Psyche fabriziert wird. Und diese Persönlichkeit, die da zusammengesponnen wird, die wird nicht einfach ein Elektroneger ohne Körper werden, oder? Elektro-Afrika, vielleicht. Wir können nur die Daumen drücken und abwarten, was passiert. Selbst wenn es ein totaler Reinfall wird, haben die Fats wenigstens ein Stück Hardware weniger, mit dem sie herumspielen können. Freund Bieber, der neben Serafinas Fuß auf dem Boden saß, klatschte zweimal mit dem Schwanz. Mit künstlicher Intelligenz ist nicht zu spaßen, besonders nicht mit gestohlener künstlicher Intelligenz. Morris steckte einen weiteren Chip in das Ei. Hey, Bieber, als mein Babysitter brauchst du dich nicht aufzuspielen. Du pfuschst mit Dingen herum, von denen man besser die Finger lassen sollte. Als erstes führen wir einen kompletten Persönlichkeitstest durch, um sicherzugehen, dass die KI benutzerfreundlich und geistig intakt ist. Er führte den letzten Chip ein und drückte mit dem Daumen in eine Vertiefung, die sich an der Unterseite des Eis befand. Es piepste. Das wär's. Jetzt 15 Stunden lang ausreifen lassen und wir haben ein Baby. Oder sonst was. Er hielt das Ei in die Höhe, sodass es alle sehen konnten. Halte mich. Freund Bieber reagierte schnell. Ebenso Maxwell. Er holte mit seinem E-Bein zu einem Strafstoß aus und kickte den Biber mit ausreichender Wucht, um ihm sämtliche Schaltungen durcheinander zu machen. Das Ei nehme ich! Er richtete die Maschinenpistole auf Serafina, die gerade unter ihrem Kampfanzug nach einem Häschen tastete. Ich würde dir empfehlen, da drin nichts anderes als heiße Luft zu finden. Grünauge! Hände hoch! Sie nahmen die Hände hoch. Hören Sie, damit sollten Sie besser nicht herum... Maxwell schnitt ihm mit einer drohenden Bewegung das Wort ab. Er warf ein paar Taschenbücher weg und steckte das Ei ein. Erst dann sah er Serafina direkt an. Sehen, wie du es findest, etwas weggenommen zu kriegen. Etwas, woran dir was lag, etwas, was du vielleicht sogar liebtest, von einem unbekannten chirurgischen Fern zu kriegen. Kannst ja sehen, ob du es lustig findest. Die Waffe noch immer im Anschlag, zog er sich rückwärts zurück. Eine gelb-schwarze Wartungslok kam auf dem diesseitigen Gleis vorbeigeschnauft. Maxwell griff nach einem Geländer und schwang sich an Bord. Die Lok trug ihn davon. Er hat mein Afrika gestohlen. Weißt du, ob er sich mit Computern auskennt? Ich weiß nicht. Meinst du, er könnte das Ei kaputt machen? Ich mache mir eher Sorgen, dass er auf die Idee kommen könnte, es an einen Computer mit stehender Internetverbindung anzuschließen, ohne es vorher getestet zu haben. Es ist nicht rechtslos auszuschließen, dass gewisse Probleme entstehen könnten, wenn die Sache sich verselbstständigt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ein Lebkuchenhaus. In Atlantic City angekommen, dauerte die Fahrt zu Hoovers Haus etwa 10 Minuten. Am Anfang einer Einfamilienhaussiedlung im Westen der Stadt stand auf einer schiefen Plakatwand die aufgesprayte Botschaft zu lesen: Die Sanftmütigen werden die Erde besitzen, sonst will sie ja auch keiner haben. Auf den Straßen jenseits dieser Inschrift herrschte eine Atmosphäre wie 3 Monate nach einem Supergau. Nur ein paar parkende Autos und nicht ein einziger Fußgänger. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? John Hoovers Haus war... anders. Der Taxifahrer fragte nicht, ob er warten sollte. Kaum waren die 2 Frauen ausgestiegen, brauste er mit kreischenden Reifen davon und schlug den kürzesten Weg in die Stadt ein. Hänsel und Gretel, ein Lebkuchenhaus. Hörst du irgendwelche Vögel singen, John? Oder Möwen? Nein. Meinst du, er hat das alles selbst so hergerichtet? Das würde immerhin erklären, warum die Nachbarn weggezogen sind. John Hoovers Rasen war grün, aber von einem Grün und einer Beschaffenheit, wie sie in der Natur nicht zu finden waren. Ein bunt schillernder Kiesweg führte vom Gartentor zum Haus, das tatsächlich so aussah, als sei es aus glasiertem Lebkuchen konstruiert.
Die mokkabraune Fassade war mit fliederfarbenen Fensterrahmen und Läden und einem pistaziengrünen Türrahmen und Vortreppchen dekoriert und von einem rosa Zuckergussdach bekrönt. Die Tür selbst war eine schimmernde Riesentafel Schokolade, der Schornstein eine kandierte Kirsche und unmittelbar jenseits des Zauns ruhte auf einer rot-weiß gestreiften Zuckerstange ein Vanillepudding-Briefkasten, auf dem in wie aus einer Tube gequetschten Kursivbuchstaben der Name John E. Hoover prangte. Kite drückte das Tor auf, Joan folgte ihr hinein, sie bückte sich, um das Gras näher zu untersuchen und stellte fest, dass es Kunstrasen war, was einiges erklärte. Hey, Kite. Joan verstummte, weil an der Ecke des Hauses ein sehr großer Hund aufgetaucht war. Der Hund war mechanisch, nicht elektrisch. In seinem gusseisernen Rumpf donnerte ein Benzinmotor und unter der Stahlbürste, die ihm als Schwanz diente, quoll eine Abgaswolke hervor. Die Warnblinkaugen glühten bernsteinfarben auf, während der Hund auf sie zustapfte. Aber was John wirklich zu denken gab, war die chromblitzende Bärenfalle, die an die Stelle montiert war, wo bei einem normalen Wachhund die Zähne hingehört hätten. Weh, Kite, ich seh's. Der Hund ließ sich auf die Hinterbacken nieder und blieb im Leerlauf brabbelnd sitzen. Hallo, Miss Fire. Kommen Sie hier rüber, hinter das Haus. Bringen Sie Ihre Freundin. Machen Sie sich keine Sorgen wegen Old Tolson, er beißt sich vor, Mann. Old Tolson schlug mit der Rute auf den Plastikrasen, seine Schnauze öffnete sich und schnappte wieder zu. Alles andere als beruhigt steckte Kite die Hand in den Mantel und hielt den Kolben ihres Revolvers umfasst, während sie und Joan einen weiten Bogen um das Untier machten. John Hoovers rückwärtiger Garten war auch anders. Hier wurde der synthetische Rasen durch etwas unterbrochen, was ein Goldfischteich hätte sein können. Nur war der Teich von unechten Palmen umgeben und an seinem Ufer stand ein regloser Elektrohippo. Hoover, ein rundgesichtiger Mann mit schütterem Haar und einem adrettengrauen Kittel, hatte an der Flanke des Nilpferdes eine Klappe geöffnet und bastelte gerade an den Innereien des Tieres herum. Es steht auf dem Tisch, Miss Fine. Das, weswegen Sie hergekommen sind, es steht auf dem Tisch. Unter einer der unechten Palmen stand ein Campingtisch. Darauf befanden sich, soweit Joan sehen konnte, eine Schachtel und eine Sturmlaterne. Ich verstehe nicht. Harry, ich meine, Mr. Gant sagte, Sie würden uns etwas über die eingebauten Verhaltensinhibitoren des automatischen Dieners erzählen. Hoover beugte sich tief in den Hippo hinein, bis fast nur noch seine fleischigen Pobacken und Beine zu sehen waren. Sie untersuchen den Tod von diesem Wall Street-Burschen, richtig? Emerson Teaneck? Das ist richtig. Und Sie wollen wissen, ob er von einem Androiden umgebracht worden ist? Ja. Und falls ja, wer den Androiden zu diesem bestimmten Zweck umgebaut hat? Ja. Und falls einer das getan hat, warum? Genau. Das ist ein Geheimnis. Alles, was Sie benötigen, um hinter dieses bestimmte Geheimnis zu kommen, steht da für Sie bereit. Kite hatte die Schachtel vom Tisch aufgehoben. Wieder entpuppte sich etwas, was wie Holz aussah, als Plastik. Eine Kunst-Mahagoni-Box von der Größe eines Kastenbrotes, deren Deckel mit einem komplizierten Mosaik aus ineinandergreifenden, verschieb- und versenkbaren Plättchen eingelegt war. Eine magische Schachtel. Stimmt, eine magische Schachtel. Bekommen Sie die auf? Sie sind auf dem besten Weg zur Lösung des Rätsels. Wissen Sie, wer Teaneck ermordet hat? Hoover beugte seinen Oberkörper aus dem Schrotthepo und drohte ihr mit dem Finger. Vorsagen gilt nicht. Sie müssen es schon selbst herausbekommen, Miss Fine. Ich gebe Ihnen schon viel zu viele Hinweise. Schau dir das an, John. Kite reichte ihr die Sturmlaterne, die elektrisch war und eine Frau enthielt. Eine kleine Hologrammfrau, einen weiblichen Elektrogeist in der Lampe, den John merkwürdigerweise auf Anhieb erkannte. Kompromisslos intelligente, forschende dunkle Augen, slawische Züge eingerahmt von einer Pagenfrisur, wohlgeformte Beine, die durch hochhackige Schuhe und ein schwarzes, auf einer Seite schulterfreies Abendkleid vorteilhaft zur Geltung gebracht wurden, wallender schwarzer Umhang, lange schwarze Zigarettenspitze in der erhobenen Hand, goldene Dollarzeichenbrosche über dem Herzen. Ayn Rand, sagte Joan, und der Geist erwachte zum Leben. Elfenlippen schlossen sich um das Mundstück der Zigarettenspitze und entließen dann einen vollkommenen Rauchring, der sich verflüchtigte, als er die gewölbte Glaswand der Laterne erreichte. Sehr angenehm, Miss Fine. Ich habe schon von Ihnen gehört. Miss Joan Fine, ehemalige John Gant, Gattin und Partnerin eines der kreativsten Köpfe Amerikas. Gegenwärtig auf das Niveau einer wolkenkuckucksheimelnden, muskelmystifizierenden Altruistin herabgesunken. Ich gehe dann jetzt rein. Ich erwarte eine Botschaft von meinem Freund Roy. Wenn Sie draußen vor dem Gartentor warten möchten, kann ich Ihnen ein Taxi rufen, das Sie zum Bahnhof zurückbringt. Er kehrte ihnen den Rücken zu und machte sich auf den Weg ins Haus. Warten Sie einen Moment! Sie hätten ihn am Arm festhalten können, aber der mechanische Hund brummte, gar nicht weit weg, aus sämtlichen Zylindern, also ließ sie es besser sein. John Hoover ging weiter, ohne irgendeine Reaktion zu zeigen. Erst als er schon einen Fuß über die Schwelle gesetzt hatte, drehte er sich noch einmal um. Fangen Sie mit der Schachtel an, Miss Fine.
Für die Auswertung des Inhalts werden Sie die Dienste eines Historikers in Anspruch nehmen müssen. Aber sobald das erledigt ist, wird die Lösung des geheimnisvollen Mordes an Emerson Teaneck sowie die eines noch weit größeren Geheimnisses fast zum Greifen nahe sein. Miss Rand wird Sie in den Feinheiten der logischen Beweisführung unterweisen. Das sollte eigentlich genügen. Sie sind eine ziemlich intelligente Frau. Wir sprechen uns wieder, sobald Sie alle Teile beisammen haben. Er pfiff und der Hund trottete ins Haus. Dienstag, 11. Oktober 2023, New York. Wall Street Speiseclub, die unsichtbare Hand. 19:45. $500 am Tag mit Bleistifte verkaufen. Oh. Clayton Bryce, Harry Gents Chefbuchhalter, aß im Speiseclub die unsichtbare Hand, einer Wall-Street-Grillbar, die ausschließlich von kreativen Buchhaltern und Fachanwälten für Steuerrecht frequentiert wurde. Venna Domingo, unsere Regulatorin der öffentlichen Meinung. Ich habe sie beim Abschöpfen erwischt. Man kriegt mit der Zeit einfach eine Nase für potemkinsche Beträge, wenn ich so sagen darf. Besonders, wenn die fragliche Zahl 6 Nullen hinten dran hat. Nein, ich habe sie noch nicht gemeldet. Sie hat das Naturell eines Hammerhais, aber sie ist zu Gott verdammt loyal, um zu stehlen. Ich habe also meinen Mund gehalten und aufgepasst, wo das Geld hin verschwand. In eine Kriegskasse. Ich wäre beinahe vor Lachen geplatzt, als mir klar wurde, dass sie eine Kriegskasse anlegte. Entschlossenheit und Erfindungsgeist, das ist alles, was zählt. Die Macht der menschlichen Willenskraft. Ich würde Bleistifte verkaufen, wenn es sein müsste. Ich könnte $500 an einem Tag mit Bleistifte verkaufen. Auf der Straße. Ja. Nein, ich übertreibe keineswegs. Dürfte ich übrigens Ihren Namen wissen? So, Roy. Und für wen arbeiten Sie, Roy? Aha, ein Freischaffender. Emerson Teaneck. Wirklich. Ich hatte gar nicht gewusst, dass er freie Talente beschäftigte. Das ist ein Jammer, was ihm zugestoßen. Und was soll das heißen? Sie gehen schon. Sie haben ja nicht ein bisschen gegessen. Na gut. Machen Sie es gut. Ja? Das war mein Ernst. $500 an einem Tag. Anderthalb Tage. Als fliegender Bleistifteverkäufer. Ja, melden Sie sich ruhig mal, wenn Sie ein interessantes Angebot haben. Ich stehe im Telefonbuch. Gleichfalls. Ciao, Roy. 20, New York, ihn schon fein so obdachlosen Aussehen, Maxwell's Zimmer, 20:15. Das Auge von Afrika. Ah. Maxwell lag in seinem Zimmer und wälzte sich in seinem gewohnt unruhigen Halbschlaf, als das Ei piepte. Maxwell hakte die Taschenlampe von seinem Gürtel los und richtete den Lichtstrahl auf das Ei, das ihm aus einer kleinen seitlichen Ausbeulung Rubinen zuzwinkerte. Er klappte den Schraubenzieher aus seinem Mehrzweckfeldtaschenmesser heraus und fing an, das Ei nach irgendwelchen Öffnungen abzusuchen. Eine in der Nähe der Basis verlaufende Nahtstelle erweiterte sich und gab die Buchse einer seriellen Schnittstelle frei. Jones Büro befand sich im obersten Stockwerk des obdachlosen Asyls gegenüber von ihrem Schlafzimmer. Die Tür des Büros war nicht abgeschlossen. Da war der Cray, auf dem Joan ihre Briefe tippte und ihr bisschen Buchhaltung erledigte. Für die Bedürfnisse einer Regulatorin der öffentlichen Meinung konzipiert, war der PC zwar für derlei primitive Aufgaben hoffnungslos überrüstet, aber für gelegentlich anfallende Sonderprojekte äußerst praktisch. Maxwell räumte Aschenbecher, Kaffeetassen und einen kleineren Stoß Wonder Woman-Heftchen von Joans Schreibtisch und machte sich an die Arbeit. Selbst mit dem spärlichen Licht der Taschenlampe brauchte er nur ein paar Minuten, um das Ei mit dem Hauptprozessor des Cray zu verbinden und ihm ein paar extra Petabyte RAM freizumachen, auf denen es laufen konnte. Er überprüfte noch einmal alle Kabelverbindungen und schaltete den Computer ein. Der Geburtsakt war praktisch im selben Augenblick abgeschlossen. Das im Ei enthaltene embryonale Bewusstsein schlüpfte und breitete sich in der größeren Speicherkapazität, die der Cray im Boot schlagartig zum Dasein aus. Es wurde seiner selbst bewusst. Gleichzeitig wurde es Maxwells gewahr, den es mittels der seitlich an den Bildschirm des Cray montierten Videokamera sehen konnte. Der Monitor leuchtete auf und übergoss Maxwells Gesicht mit einem kalten, smaragdenen Glanz. Und als der Panzerkommandant sich argwöhnisch vorbeugte, nahm die Kamera zwecks Identifizierung einen digitalisierten Eindruck seiner Züge auf. Das Modem des Cray ging zwitschernd online. Zwei Verbindungen und 28 Sekunden später hatte der Rechner Maxwells Namen und Biodaten einschließlich seines militärischen Führungszeugnisses und seines aktuellsten Psychogramms.
Das gleichmäßige Leuchten des Monitors ging in ein hochfrequentes stroboskopisches Flackern über, von der Art, die epileptische Anfälle auslösen. Es versetzte Maxwell in Hypnose. Noch während er in Trance versank, erschien im flirrenden Blitzgestöber ein Auge, ein grünes Auge, das einzelne, lodernde grüne Auge eines zornigen Gottes. Maxwell versuchte zu schreien, brachte aber keinen Ton heraus. Der Computermonitor pulsierte. Die Wände des Büros schienen sich aufzulösen. Er war völlig allein. Afrika war vom Südrand der Sahara bis zur Kalahari entvölkert, seine Menschen wegamputiert, seine Geschichte ohne Vorwarnung, ohne auch nur eine widersinnige Erklärung, mitten im Satz abgeschnitten worden. Die unbegreifliche Leere des Landes drang von allen Seiten auf Maxwell ein. Noch etwas anderes drang auf ihn ein. Eine Frage, fordernd, sich in sein Hinterhirn bohrend, nach einer Antwort heischend. Ich weiß nicht, warum sie verschwunden sind. Das Auge durchdrang seine Qual wie ein Mikroskop und sah, dass er die Wahrheit sprach. Aber die Wahrheit, die Maxwell wusste, war nicht gut genug. Die lebendige Geschichte würde auf einer Antwort bestehen. Keiner wollte es mehr sagen. Die Vergangenheit trat zurück. In Joan Fines Büro schaltete sich das Modem abermals ein und wählte, öffnete eine Tür in die Gegenwart, in eine Welt unerforschter Daten. Der Computermonitor flackerte weiter. Das Auge dehnte sich aus, bis es den ganzen Bildschirm ausfüllte. Der ganze Raum versank in grünem Licht und mit ihm Maxwell. Und all sein bisheriger Wahnsinn war nichts, verglichen mit dem, was folgte, als das Auge von Afrika anfing, zu ihm zu sprechen. Als Clayton Bryce heimkam, lagen die Neger auf der Lauer. Neger 1 war direkt vor ihm aus der Dunkelheit getreten und versperrte ihm den Weg. Elektroneger betrachtete Clayton als Bürogeräte, nicht furchterregender als Kaffeemaschinen. Dieses bestimmte Gerät allerdings trug einen billigen braunen Anzug und eine Melone. Eindeutig keine Standardausstattung und hielt etwas in der Hand, etwas Klapperndes, einen Blechbecher. Einen Blechbecher voll ungespitzter Bleistifte, Härtegrad 2. Clayton schaute zurück dahin, wo er hergekommen war. Ein zweiter Neger, gekleidet wie der erste, hatte sich ihm von hinten genähert, bei ihm ein Neger-Zwerg im Friseurskittel. Das reichte für einen Schweißausbruch. Clayton drehte sich wieder Neger 1 zu. Amberson Teaneck. Oh, Scheiße, sagte Clayton und verspürte einen Stich. Nur einen Nadelstich über dem rechten Schulterblatt, aber die Wirkung war so, als hätte er den Kopf in einen Eimer Crack getunkt. Er fiel hilflos auf die Knie, blinzelte wütend. Mann, ey, Mufti, hast ja schon wieder ins Schwarze getroffen. Hab ja auch geübt. Clayton stöhnte auf. Jetzt standen sie alle um ihn herum und kramten in seinen Taschen. Er hatte keine Kraft, sie abzuwehren. Er hörte eine neue Stimme. Diese klang weiß und vertraut, Befehle gebend. Sieh zu, dass du ihm auch alle Papiere abnimmst, Amos. Alle Wertsachen und Schlüssel. Ich streiche ihm auch gleich sämtliche Bankguthaben. Shorty, schaff die Schminksachen rüber. Mufti, bring den Zungentacker her. Mit größter Mühe richtete Clayton den Kopf auf. Er sah einen Weißen in einem makellosen grauen Anzug, der über ihm stand. Hallihallo, Sonnenscheinchen. Hier ist seine Rolex, Boss. 0:59 Uhr. Sagen wir ruhig eins. Andi stellt den Timer im Halsband auf Donnerstag 1 Uhr mittags. Donnerstag 1 Uhr mittags. 36 Stunden, Meister. Was soll das? Ein Test. Das ist ein Test. Mittwoch, 12. Oktober 2023. New York, Küche in Schonfein. An Vernunft. Sie haben keinen rechten Arm. Die Lampe stand auf der Mikrowelle. Kite saß am Küchentisch und puzzelte an Hoovers magischer Schachtel herum. Und wodurch haben Sie Ihren Arm verloren? Mangel an Vernunft. Es gab einen Krieg. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Wann hat sich das Ganze zugetragen? 64. 1864. Am 30. August. Die Amputation wurde noch am selben Tag vorgenommen. Wenn meine E-Mail-Uhr nicht falsch geht, ist das heutige Datum der 12. Oktober 2023. Das stimmt.
Aber wenn Sie erst 1864 operiert worden sind... Ich bin 181 Jahre alt. Na und? Kein Mensch kann so lange leben. Es widerspricht allen Gesetzen der Logik. Ich leb ja wohl, oder? Morgen. Joan kam im Bademantel in die Küche geschlurft. Hat jemand eine Kippe? Joan, weißt du, wo ich meine Schuhe hingetan habe? Harry, schon rasiert und für die Arbeit angezogen, kam herein. Morgen. Harry Dennis Gant. Es ist mir ein unaussprechliches Vergnügen. Was ist das? Ein elektrischer Gast des Hauses. Harry Gant, darf ich vorstellen, die Philosophin und Schriftstellerin Ayn Rand. Schick. Gant bückte sich und klopfte mit einem Finger ans Glas der Lampe, wie jemand, der einen Goldfisch auf sich aufmerksam zu machen versucht. Hallo. Hallo da drin. Hallo. Erlauben Sie mir zu sagen, dass ich von Ihren Leistungen zutiefst beeindruckt bin, Mr. Gant. Sie haben einen bemerkenswerten Verstand. Ach, danke schön. Ich habe alle Ihre Bücher gesehen. Und in meinem neuen Superwolkenkratzer steht sogar ein Standbild von Atlas, der die Welt abwirft. Nein, wirklich? Ja. Hey, eine magische Schachtel. Wir bauen die Dinger nämlich. Wirklich? Seit wann? Sie haben es fast. Hier, versuchen Sie mal das. Er streckte die Hand aus und verschob ein einziges Plättchen. In der Schachtel klickte etwas und der Deckel hob sich an. Ganz einfach, wenn man den Trick weiß. Hm? Ich werd verrückt. Ich muss los, Joan. Er küsste seine Ex-Frau auf die Wange, wobei er darauf achtete, sich nicht an der Glut ihrer Zigarette zu verbrennen. Ruf mich heute Abend an, ja? Was machst du denn heute, dass du so eilig hast? Typische, klammheimliche, kapitalistische Ausbeutersachen. Wirklich? Bis dann. Miss Edmonds, Miss Rand, Joan. Er ist ein Genie. Hat noch etwas sprunghaft. Sieht so aus, als hätten wir mehrere Spuren. Kite holte die Dinge, die sich in der Schachtel befanden, eins nach dem anderen heraus und beschrieb sich jeweils kurz. Zunächst einmal wäre da eine blaue Leinserviette mit der eingestickten Zahl 33. Eine Videokassette mit dem Aufdruck Betamax und ebenfalls der Zahl 33. Ein grüner Luftballon, hergestellt anlässlich des 10. Jahrestages der Eröffnung von Euro Disney in Paris. Und schließlich, so ein Ding habe ich seit einer ganzen Weile nicht mehr gesehen. Sie hielt eine Kassette hoch, wie sie Joan noch nicht vorgekommen war. Ebenso wie die Serviette und die Videokassette trug sie die Zahl 33. Auf einem zweiten Etikett stand Soundtrack. Eine 8-Spur-Kassette, wenn ich mich nicht irre. Ein Tonträgersystem, das früher für Autoradiorekorder verwendet wurde. Die Dinger werden seit fast einem halben Jahrhundert nicht mehr hergestellt. Ich bezweifle, dass selbst ein Antiquitätenhändler das nötige Abspielgerät noch führt. Möglicherweise müssen wir damit in ein Technikmuseum. Ich kenne jemanden, der ein 8-Spur-Gerät hat und einen Videorekorder, auf dem Betamax-Kassetten laufen. Wer ist es? Gerald Gant. Harrys Vater, der Lehrer? Harrys Vater. Sie drückte ihre Zigarette aus. Der Geschichtslehrer. Hm, allmählich wird die Sache spannend. 12. Oktober 2023, New York, Harrigan's New Bobble. 11:20. Das Zeichen des Dollars. Okay, Mr. Zerstreuter Professor. Mit einer Wäscheklammer befestigte Winnie Gant, Harrys 68-jährige Mutter und Jerry Gants Frau, die auf dem Babel als Polier arbeitete, ein abgerissenes Stück Briefpapier an einem von Jerrys Hosenträger. Hier unten steht vorn die Nummer unseres Stockwerks und auf der Rückseite ist ein Plan, wie du zum Fahrstuhl kommst, auf dem sämtliche Löwengruben und Moorlöcher eingezeichnet sind. Versuch das nicht vor heute Abend zu verlieren. Ja, Mutter. Winnie Gant setzte ihren Polierhelm auf und verschwand. Joan übergab Jerry die Betamax-Videokassette und das 8-Spurband und legte eine bestickte Leinenserviette auf den Tisch. Kannst du damit was anfangen, Jerry? Die ist aus dem Club 33. Hat Harry dir eine Mitgliedschaft gekauft? Club 33? Ist der in Atlantic City? Nein, Anaheim, Kalifornien. Er ist in Disneyland. Disneyland oder gibt es auch noch einen im Pariser Euro Disney? Nein, es gibt nur den einen. Der Club 33 ist eine einmalige historische Anomalie. Genau die Art, die ich bevorzuge. Dieser Club 33 war also ursprünglich als privater Speisesaal für Disneys Ehrengäste gedacht? Ausländische Würdenträger und dergleichen. Auch Wissenschaftler. Disney war ein regelrechter Techniknarr. Jerry steckte die Betamax-Videokassette und das 8-Spurband in die entsprechenden Abspielgeräte. Sein Arbeitszimmer war ein Elefantenfriedhof altmodischer audiovisueller Aufzeichnungs- und Wiedergabesysteme. Ausgegrabene und restaurierte Zeugnisse vergangener Volkskulturen. Aber nicht alle Geräte in dem Zimmer waren veraltet. Auch Jerry besaß einen Cray, der technisch noch up-to-date war als der in Jones' Büro. Der Betamax und der 8-Spur-Rekorder waren beide daran angeschlossen. Wir werden Ton und Bild digitalisieren und lassen sie dann vom Rechner synchronisieren. Spaß hin, Spaß her, aber ein 8-Spur-Gerät ohne Rücklauf- oder Pausentaste manuell synchron zu kriegen, ist eine elende Primelei. Zuerst sahen sie sich das noch unvertonte Video an, das der Cray auf dem Monitor ausgab, während er ihn gleichzeitig abspeicherte.
Zwei Männer saßen in einem eleganten Speiseraum an einem Tisch und sprachen mit einem Kellner, dessen blauer Smoking das Club 33-Logo trug. Einer der Männer, der Mondgesichtige, links vom Kellner, war ein alter Bekannter. John Hoover. John Edgar Hoover. Natürlich. Ich wusste doch, dass ich ihn schon mal gesehen hatte. Moment mal. J. Edgar Hoover, der alte Direktor vom FBI. Der Ober-G-Man und Chef von Jerry Kaufman. Aber der Mann da auf dem Bildschirm ist John Hoover, der Disney-Techniker, der den automatischen Diener erfunden hat. Nein, ich kenne den John Hoover, den du meinst. Ich habe ihn einmal getroffen, noch bevor du und Harry geheiratet habt. Er sah J. Edgar Hoover nicht im Entferntesten ähnlich. Aber wir haben John Hoover gestern kennengelernt und er sah aus wie J. Edgar Hoover, wie dieser Hoover da jedenfalls. Jemand muss ja keinen Streich gespielt haben, Joan. Ich glaube nicht mal, dass John Hoover noch am Leben ist. Er war schon sehr alt, als ich ihn kennengelernt habe und gesundheitlich ziemlich angeschlagen. Er müsste ja dann jetzt Ende 90 sein. Nur zur Sicherheit, J. Edgar Hoover ist auch tot, stimmt's? Oh ja. Mausetot. Auf dem Monitor klappten die zwei Männer ihre Speisekarten zu und reichten sie dem Kellner. Der Bildschirm verdunkelte sich und wurde schwarz. Dann Schnitt und Nahaufnahme eines Leihscheins mit Feldern zum Eintragen von Buchtitel, Verfasser und Katalognummer. Die Spitze eines mechanischen Bleistifts kam ins Bild und schrieb in die Zeile für die Katalognummer NYPL/171.303-607-9496. Nach ungefähr 5 Sekunden verdunkelte sich wieder der Bildschirm, dann kam nur noch Flimmern. Der war kurz. Sehen wir uns das mal mit Ton an. Er tippte Befehle in die Tastatur, mit denen er die Stimmerkennungsfunktion des Quay aufrief. Die Videosequenz lief ein zweites Mal ab, diesmal untermalt von einer verschwommenen, unverständlichen Geräuschkulisse. Die versteckten Mikrofone des Club 33 schienen im Eimer zu sein. Er ist der Mann, mit dem Hoover zusammensitzt. Der Betreffende war schlanker als Hoover, trug einen makellosen grauen Anzug und hatte eine Narbe an der Nase. Der ist doch auch berühmt, oder? Das ist Roy Cohn, der Großinquisitor, juristischer Chefberater von Joe McCarthy's ständigem Untersuchungsausschuss. Komisch, dass die beiden im Club 33 essen. Nicht, dass es ihnen irgendwelche Probleme bereitet hätte, sich einen Gastausweis zu besorgen, aber... Hat er einer von den beiden Disney persönlich? Hoover, glaube ich, ja. Walt war ein großer Rechter vor dem Herrn und erhielt viel davon, seine örtliche FBI-Dienststelle zu unterstützen. Verstehen Sie, was die sagen? Nein. Ich versuche das mal in Ordnung zu bringen. Er stoppte mit einem Tastendruck die Wiedergabe und tippte Start Unbabel/8T-Soundtrack/Entzerren. Was ist Unbabel? Ziemlich genau das, wonach es klingt. Es entwirrt Stimmengewirr, entfernt Rauschen und andere Hintergrundgeräusche, reduziert weitestmöglich den Hall und stellt, wenn nötig, fundierte Vermutungen darüber an, welche Wörter am besten zum Lautbestand der Aufnahme passen. Ich benutze es, um rückwärts aufgenommene Botschaften auf alten Rock'n'Roll-Alben zu dekodieren. Entzerrung abgeschlossen, meldete der Cray auf seinem Monitor. Mehrfache Lösung, in Klammern AB. Das passiert manchmal, wenn die Aufnahme besonders schlecht ist. Er tippte Start Beta Video M/Unbabel Entzerrung A. Unser Haus steht zu Ihrer kulinarischen Verfügung. Die Herren wirkten unentschlossen, also redete der Kellner weiter, während Cohn und Hoover beide gleichzeitig zu sprechen anfingen. Was ich heute empfehlen kann, wenn es recht ist. Ich denke, um's mal. Ich kann mir heute... Ein verlegenes Schweigen. Der Kellner sah etwas betreten aus. Cohn und Hoover verärgert. Nach ihm. Oh nein, nach ihm. Alles doch. Geben Sie mir eine Kelle vom Timbal, Fronecke, Artischockenherz. Dazu war ich rüben und warm mehrere, ja, halt. Den zweiten Gang kann ich gleich mitbestellen. Den scharf gegrillten Stör oder... Halt! Lieber die Brassen auf dem Netz von Charlotten. Na, was auch noch so weit. Und Sie, Sir? Ich denke, ich nehme den Salat des Chef Rosamond. Und wie möchten Sie ihn angemacht? Oh, 1000 Inseln, Radafia und Sack. Sofort, Sir. Hätten Sie gerne noch einen Gin Tonic? Das ist ein klebriges Grünzeug, das ist alles. Sie tun ja wie ein scheiß Kaffnickel fressen. Ja, und ich kann mich da immer noch mit Ihrem Fischschwanz bedienen. Ausblende und Schnitt zum Leihschein. Was ist Timbal Fronicke? Timbal Veronique. Unbabel tut sich etwas schwer mit falsch ausgesprochenen fremdsprachlichen Ausdrücken. Eine Art warme Geflügelpastete mit Béchamelsoße übergossen und mit Kalbsbries, Lammhirn, weichgekochten Eiern und Trüffelscheiben garniert. Macht dick. Was kann denn dann die andere Lösung sein, die er rausgebracht hat? Jerry tippte. Start Beta Video M/Unbabel Entzerrung B. Entzerrung B war anders. Außerparlamentarische Verfügung, sagte der blau besmokelte Kellner. Die Herren wirkten unentschlossen, also redete der Kellner weiter, während Cohn und Hoover beide gleichzeitig zu sprechen anfingen. Was Sie heute befehlen, dann? Basissteuerbefehl. Ermächtigungsbefehl. Code 4. Ein verlegenes Schweigen. 8-7. 9-8-7. 2-0. Geben Sie mir eine Welt voll idealen, eher asoziale Ausmerz, des gleichen Krüppel und Abnorme, Heretiker und vaterlandslose Gesellen. Es darf Sie um Gottes Willen nicht stören, notfalls die Rasse restlos auszurotten. Umso besser wird die neue dann sein. Und Sie, Sir? Geschenkt.
Ich nehme dem Staat das Heft aus der Hand. Und wie hatten Sie sich das gedacht? Durch 1000 ironische Strafanträge. Auf ein Wort, Sir. Sagte der Kellner und machte eine Geste in Richtung auf Roys leeres Glas. Was verstehen Sie unter ironisch? Ihre liebsten Überzeugungen zum Nichtszerfall. Hauen Sie sie denen in die Kommunistenfresse. Werde ich tun. Ich kann jeden weich kochen. Das liegt ganz bei Ihnen. Ausblende und Schnitt. Der mechanische Bleistift schrieb NYPL/171.303607-9496. Tja. Spiel's noch mal ab. Mittwoch, 12. Oktober 2023. New York Stadtbücherei. 16 Uhr 40 Minuten. Seien Sie kein Spiel, Spiel, Spielverderber. Ah. Eigentlich hatten Joan und Kite vom Babel aus direkt zur Stadtbücherei NYPL New York Public Library fahren wollen, aber eine Vorahnung veranlasste Joan, sich einen Augenblick Zeit zu nehmen und zuerst zu Hause anzurufen. Maxwell? Maxwell. Er hatte die gesamte Einrichtung seines Zimmers in einer Ecke gestapelt und mit grüner Gesichtsfarbe ein Fresko auf die Wand geschmiert. Das Fresko stellte eine babelartige Zikkurat dar, über deren Spitze ein einzelnes riesiges Auge schwebte, das nach allen Richtungen Elektrizitätsblitze ausstrahlte. Wie die Bildunterschrift erklärte, war es das Auge von Afrika. In der rechten unteren Ecke des Freskos wurde eine schreiende Comicmaus von einer geballten grünen Faust in einen feurigen Abgrund gezerrt. Als sie endlich in der Bücherei ankamen, war es schon später Nachmittag. Kite ging ins Magazin und machte sich auf die Suche nach einem Buch mit der Katalognummer 171.303607-9496. Joan begab sich in den Zeitschriftensaal, um einen Nachruf nachzuschlagen. Kein Zweifel. John Hoover war seit 13 Jahren tot und sein im Nachruf abgedrucktes Foto, das anlässlich seiner Verabschiedung von Gant Industries aufgenommen worden war, wies nicht die geringste Ähnlichkeit mit dem Mann auf, der jetzt das Lebkuchenhaus in Atlantic City bewohnte. Im Krankenhaus, das Hoover für eine dringende operative Behandlung seines Kehlkopfkrebses aufgesucht hatte, war seine Krankengeschichte mit der eines anderen Patienten vertauscht worden. Er hatte das falsche Anästhesiemittel verabreicht bekommen und war auf dem OP-Tisch an einem anaphylaktischen Schock gestorben. Die Indizien sprachen für einen Softwarefehler in der elektrischen Registratur des Krankenhauses. Joan rief auch die Todesanzeigen für J. Edgar Hoover und Roy Cohn ab. J. Edgar war 1972 an einem hundsgewöhnlichen Herzinfarkt, Roy 1986 an AIDS gestorben. Keiner von beiden hatte zu John Hoover in irgendeiner Beziehung gestanden, die die Times für publikationswürdig gehalten hätte. Ich glaube, ich habe gefunden, wonach wir suchen. Da bin ich aber sehr gespannt. Sie steckte sich die Zigarette zwischen die Lippen, ließ sich das unter den Arm geklemmte Buch in die offene Hand fallen und reichte es Joan. Es war eine Art Paperback, eine dicke Mappe, die man geheftet und zu einem Buch gebunden hatte. Auf dem Packpapierschutzumschlag stand: Der Fall Niemand ist vollkommen. Ein Rätsel um die 10 meistgesuchten aus den privaten Akten des J. Edgar Hoover. Lesen Sie die Abschriften. Prüfen Sie das Beweismaterial. Finden Sie die Antworten. Lösung beigefügt. Joan blätterte die Akte durch. Wie versprochen enthielt sie mehrere Dutzend polizeiberichtartige Protokolle, dazu Xerokopien und Laserausdrucke einer Unzahl von Dokumenten. In Abständen waren Trennblätter eingefügt, an denen Pergamentpapierumschläge mit verschiedenen Beweisstücken befestigt waren. Eine Zündkerze, eine Computerdiskette, ein hohler Plastikblasrohrpfeil, Stroh. Es heute Nachmittag war mir das gar nicht bewusst gewesen, aber bibliothekarische Katalogisierungssysteme sind bemerkenswert arbiträr. Arbiträr? Willkürlich. Du hast einen elektrischen Neger um Hilfe gebeten? Eldridge 162. Hat er irgendwas gesagt? Er sagte, Mr. Hoover würde uns noch anrufen. Und speziell dir soll ich ausrichten. Du möchtest aufpassen, dass du die Lampe nicht verlierst. Später wird sie noch eine große Rolle spielen, hat er gesagt. Wie es aussieht, werden sie uns also noch eine Weile ertragen müssen, Miss Rand. Was ist ja herrlich. Am Ende des Aktenbandes fand Joan einen versiegelten Anhang, auf dessen erster Seite Lösung stand. Ein roter Siegelsticker warnte: Nachfolgend die vollständige Auflösung des Falls Niemand ist vollkommen. Seien Sie kein Spielverderber und gucken Sie erst nach, wenn Sie sicher sind, dass Sie mit Ihrem Latein am Ende sind. Was meinst du? Jemand hat etwas mit uns vor. Und da wir es bei diesem Geheimnis mit einem Mord zu tun haben, mit gewaltsamem Tod und allem Pipapo, ist es wahrscheinlich das Klügste, wenn wir uns so schnell wie möglich mit so viel Wahrheit wie möglich bewaffnen. Andererseits könnte es auch genau das sein, was der Mörder von uns erwartet.
Sollen wir also die Auflösung lesen, ja oder nein? Da bin ich überfragt. Mir persönlich gefällt die Vorstellung zu wissen, allerdings bedeutend besser als die Vorstellung nicht zu wissen. Genau, mir auch. Mir auch. Also? Also. Also. Joan schlitzte mit ihrem Daumennagel das Siegel auf. Anne konnte in ihrer Glaskugel der Versuchung nicht widerstehen, einen langen Hals zu machen. Joan blätterte zur ersten Seite der Auflösung. Alle rauchten. Donnerstag, 13. Oktober 2023, New York, Küche in schon feins Obdachlosen Asyl, 9:40 Minuten. Na denn. Jetzt wissen wir's. Wenn sie sich mit einem Gesicht wie nach einer Bombennacht über den Küchentisch hinweg anstarrten, so lag das teils an Schlafmangel, teils an der Stange Marlboro, die sie sich während des Nichtschlafens eingezogen hatten, aber in erster Linie an dem, was sie erfahren hatten oder dachten, erfahren zu haben. Hatte dir was in der Art vorgeschwebt, Kate? Nein, das schlägt alles. Obwohl die Luft in der kleinen Küche bereits ein fast reiner Nikotinnebel war, wühlte Joan zwischen zerknüllten Zigarettenpackungen nach einer noch ungerauchten Kippe. Sie fand eine und steckte sie sich an. Okay, gehen wir die ganze Sache noch einmal durch. In Ordnung. Aber bitte ganz von vorne. Erstens, Walt Disney stellte John Hoover nicht als Robotiker ein. Es ging um künstliche Intelligenz. Ein elektrisches Gehirn. Ein gasphasiger, analoger Supercomputer, GAS. Der GAS, der mithilfe eines komplexen Gemisches von Gasen im Plasmazustand die neuronalen Prozesse eines lebenden Organismus nachahmt. Ein Plasmacomputer, ionisiertes Gas anstelle von Silikon. Sie installierten das Ganze in einem unterirdischen Bunkersystem unter dem magischen Königreich in Orange County, L.A. Disneyland. Planung und Konstruktion nahmen 11 Jahre in Anspruch und kosteten Millionen. Am 5. Dezember Walts 65. Geburtstag schickte John Hoover ein Telegramm nach Burbank ins St. Joseph's Hospital, in dem er Walt mitteilte, dass GAS endlich funktionierte. Was man von Walt allerdings nicht mehr sagen konnte. Er starb 10 Tage später. Ohne einer Menschenseele etwas von dem Projekt erzählt zu haben, nicht mal seiner eigenen Frau. Wodurch John Hoover als alleiniger Hüter des leistungsfähigsten Computers und, soweit wir wissen, der einzigen wirklich selbstbewussten künstlichen Intelligenz der Welt übrig blieb. Und Hoover war ein Soziopath. Ein kleiner Charakterfehler, auf den Disney nie so richtig geachtet hat. Hoover gab seinem Plasmahirn etwas zu tun. Musste er ja. Er hatte seinen Auftraggeber verloren. Nach dem Tod seines Bruders übernahm Roy Disney die Leitung der Organisation und machte sich augenblicklich daran, neue Seiten aufzuziehen. Vor allem Walts ehrgeizigere Projekte zurückzustutzen. Also musste er sich schleunigst unentbehrlich machen. Und er tat's auch, indem er sich mit GAS-Hilfe eine Flut von geldsparenden technologischen Innovationen ausdachte, die Konstruktionskosten für Disney World um fast 2 Millionen senkten. Was ihn bei Roy Disney beliebt, machte, als es sonst etwas vermacht hätte und ihm eine besser bezahlte Stellung innerhalb der Organisation einbrachte. Fürs Erste war er abgesichert. 1971 passierten 3 wichtige Dinge. Erstens wurde Disney World in Orlando, Florida eröffnet. Zweitens starb Roy Disney. Und drittens lunchten J. Edgar Hoover und Roy Cohn miteinander im Club 33. Um keinen Knastkoller zu kriegen, schaltete der Computer seine Video- und Audioaufnahmegeräte ein und belauschte die Gäste des Club 33. Das ist ja ungeheuerlich. Leider war die Mikrofonanlage im Speisesaal mittlerweile so schadhaft, dass GAS kaum etwas hören konnte und Hoovers und Cohns harmlose Bestellung als umfassende Neuprogrammierungsbefehl missverstand. Von dem Tag an hatte GAS eine neue Lebensaufgabe. Eine Welt voll idealen Neger zu erschaffen. Aber zuerst musste man die alten Neger loswerden. Sie beschlossen, sich dazu einer Seuche zu bedienen. Und wie geht das? Da sie über 1 Milliarde Menschen zu beseitigen hatten, war eine Seuche wirklich der einzige für sie gangbare Weg. Dieser neue Seuchenerreger war ein sogenanntes Nanovirus. Nanovirus? Nano wegen Nanotechnologie. Den Virusmechanismus zu konstruieren war der einfachere Teil der Aufgabe. Das, was GAS fast 20 Jahre kostete, war die Ausarbeitung des Protokolls, anhand dessen das Virus später die Ansteckungskandidaten ermitteln würde. Was GAS zu guter Letzt auch getan hat. Das Nanovirus wurde so geschickt im Unterscheiden von Rassen und Unterrassen, dass es imstande war, Schwarzafrikaner und deren Nachkommen auszurotten, ohne anderen dunkelhäutigen Völkern, vor allem dunkelhäutigen Weißen, irgendeinen Schaden zuzufügen. Allerdings hatte es eine seltsame Marotte. Wenn es in den Organismus eines Menschen mit hellgrünen Augen gelangte, schloss der Virus automatisch, der Betreffende sei kein Neger, selbst wenn er nach allen sonstigen Merkmalen eindeutig einer war. Und nicht nur das, sondern das Virusmolekül zerstörte sich dann augenblicklich selbst. Ja, wie geht das weiter? Zur Jahrtausendwende oder kurz danach war das Virus einsatzbereit. Aber Hoover und GAS beschlossen, ihm noch eine weitere Raffinesse einzubauen, bevor sie es auf die Welt losließen. Eine Uhr. Ein Zeitzünder. Jedes Exemplar des Virusmoleküls enthielt die nanoskopische Entsprechung einer synchronisierten
alten Schaltuhr. 2002 flog Hoover mit einem Reagenzglas voll Viren in seinem Rasierzeug versteckt nach Paris, um der 10-Jahres-Feier der Eröffnung von Euro Disney beizuwohnen. Ein Gala-Ereignis, das Besucher aus jeder Ecke der Welt anzulocken versprach. Aber mit typischer Ironie ließ Hoover den Erreger nicht etwa im Freizeitpark los. Stattdessen ging er damit zu einer Anti-Disney-Kundgebung, die eine Vereinigung Pariser Intellektueller keine 2 Kilometer weiter veranstaltete. Gallische Puristen, die zur Bezeichnung der Gefahr, die Mickey Mouse für die französische Haute Couture darstellte, den Terminus ästhetischer Holocaust geprägt hatten. Der Hauptredner war ein Professor für Semiotik namens Alain Broussard, dessen Großonkel während des Zweiten Weltkrieges für das Vichy-Regime als Judenfänger gearbeitet hatte. Hoover stellte sich mit dem Wind im Rücken vor den muschelförmigen Musikpavillon, den Broussard als Rednerbühne benutzte, und ließ den Korken seines Reagenzglases knallen. Als die Kundgebung sich eine Stunde später in einen Protestmarsch verwandelte, trugen die Gegner des ästhetischen Holocaust die Seuche an die Pforten des magischen Königreichs und infizierten Sicherheitsbeamte, Kartenabreißer und Touristen aus 6 Kontinenten. Das Virus fing an, sich zu vermehren und auszubreiten. Das ist wirklich sinister. GAS hatte geschätzt, das Nanovirus würde 2 Jahre benötigen, um von seinem Ausgangspunkt in Paris bis zu den entlegensten menschlichen Ansiedlungen zu gelangen. Hoover verbrachte die Interimszeit in den Staaten und versuchte derweil einen Geldgeber für seine neueste Erfindung zu interessieren, den selbstmotivierenden Androiden. Hoover wollte wieder für eine Einzelperson arbeiten, für einen visionären Einzelgänger, wie Walt Disney einer gewesen war. Es war Harrys Foto, was den Ausschlag gab. Hoover schrieb in sein Tagebuch, er hat das Gesicht eines Mannes mit mehr Enthusiasmus als Verstand. GAS stimmte mit Hoovers Beurteilung überein. Der selbstmotivierende Der Android wurde im August 2004 formell von Disney abgelehnt. Eine Woche später brach die Pandemie aus. Überall auf der Welt liefen die Nanoschaltuhren ab. Der Timer des Nanovirus arbeitete mit einer Ganggenauigkeit von einigen wenigen Stunden. Die meisten Opfer starben binnen der ersten 2 Tage. Und sobald sie starben, lösten sie sich in nichts auf. Lösten sich in nichts auf? Wie geht das? Ein letztes Kunststück des Virus. Nachdem es seinen Wirt getötet hatte, verwandelte es sich in einen Saprophyten, einen Aasfresser. Das machte es nicht nur unmöglich, Autopsien durchzuführen, es bannte auch die sehr ernstzunehmende Gefahr von Sekundärseuchen, die 1 Milliarde unbestattete Leichen mit Sicherheit verursacht hätten. Und natürlich bewirkte es außerdem, dass die Pandemie noch irrealer erschien, als es ohnehin schon der Fall war. Es war ein schneller, hübscher, klinisch sauberer, perfekter Völkermord. Hoover war begeistert. Auch wenn GAS den größten Teil der Arbeit geleistet hatte, betrachtete er die Sache als einen persönlichen Triumph. März 2005 unterzeichneten Harry Gant und Hoover einen Vertrag. Hoover verließ Disney und kam in den Osten, um für Gant Industries zu arbeiten. GAS blieb in Anaheim und nahm nach Hoovers Tod die Stelle seines Schöpfers ein. Phänomenal! Und arbeitet seither eifrig hinter den Kulissen, unterstützt von einer unbekannten Anzahl automatischer Diener, die er sich dienstbar gemacht hat. Und die Leute wie Amberson Teaneck umbringen den Firmenaufkäufer, der Gant Industries übernehmen wollte. Und damit ist der Mord an Amberson Teaneck aufgeklärt. Bravo! Ich glaube kein einziges Wort davon. Ich auch nicht. Ein elektrisches Gehirn unter Disneyland. Eine Krankheit mit einem Doktor in Humangenetik. Das ist verrückt. Hanebüchen. Absurd. Wahnsinnig. Bekloppt. Leider folgt daraus keineswegs, dass es nicht wahr ist. Nein, leider nicht. Aber wenn's wahr ist, was zum Teufel sollen wir dann eigentlich tun? Na, das ist doch elementar. John und Kyle treten sich beide zur Lampe hin. Ah ja? Sie müssen diesen Börsencomputer zerstören. In den Stecker verrüstieren. Ihn zerschlagen. Was meinst du? Wir sind höchstwahrscheinlich sowieso verloren. Es hat keinen Sinn, tatenlos darauf zu warten, dass der Hammer zuschlägt. Hast du noch irgendwelche Kriegsgeräte im Haus außer deinem Colt? Dinge, die sich im Kampf gegen Killer-Androiden einsetzen ließen? Hallo, Miss Fine. Welch ein Zufall. Wir hatten gerade von Ihnen gesprochen. Oh, hier gibt's keine Zufälle. In Ordnung. Also, wie nennen wir Sie jetzt? John Hoover oder J. Edgar Hoover oder GAS? Sie sind ein Android, stimmt's? Ein spezial gefertigter automatischer Diener. Vom GAS-Zentralprozessor gesteuert, ja. Sie können mich Hoover oder GAS nennen, was Ihnen lieber ist. Der eine ist eine Unterpersönlichkeit des anderen, also läuft's wirklich aufs selbe raus. Der GAS-Zentralrechner in Anaheim, der kann also hören, was ich Ihnen sage? Ja. Möchten Sie ihm irgendetwas sagen? Ja. Basissteuerbefehl, Ermächtigungscode 48709870. Schalte dich aus. Jetzt. Hoover? Ja. Haben Sie gehört, was ich gesagt habe? Ich habe Sie gehört. Aber haben Sie gehört, dass ich mich je als einen Idioten bezeichnet hätte? Nein, das liegt daran, dass ich keiner bin. Warum haben Sie sich uns offenbart? Nun, Miss Edmonds, das ist der Grund, warum ich anrufe. Ich hatte Miss Fine gesagt, wir würden uns noch einmal sprechen, sobald sie die Teile des Puzzles zusammengesetzt haben würde. Und jetzt, wo sie das getan hat, möchte ich, dass Sie beide zu einer weiteren persönlichen Unterredung nach Atlantic City kommen. Wenn Sie sich beeilen, erwischen Sie noch den 12:59 Zug ab Grand Central. Warten Sie einen Augenblick. Nein, und Sie warten auch nicht. Es sei denn, die Tausende von Menschenleben, die auf dem Spiel stehen, wären Ihnen gleichgültig. Ich erwarte Sie bis spätestens 14 Uhr. Teil 2. Oh. GAS, die Trilogie der Stadtwerke von Matt Ruff. Teil 2, Gas. Aus dem Amerikanischen von Giovanni und Ditte Bandini. Es wirkten mit Erzähler Peter Fitz, Joan Fine, Susanne Lothar.
GAS Michael König. Harry Gent Sylvester Groth. Kite Ingrid André. Ayn Rand Gustl Halenke. Maxwell Thomas Thieme. Clayton Bryce Herbert Schäfer. Jerry Gent Hermann Lause. Roy Hans Diehl. Amos und Andy Daniel Berger und Hans-Jörg Krumpholz. Serafina Jele Brückner. Bieber Otto Sander. Morris Katzenstein Jens Harzer. John Edgar Hoover Hans-Peter Halwachs. Roy Kohn, Ernst Ahlisch. Kellner, Ralf Comor. Timex, Sabine Kallhammer. Und viele andere. Technische Realisation, Jürgen Glosemeier und Matthias Fischenich. Regieassistenz, Silke Hildebrandt. Hörspielbearbeitung und Regie, Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2000. Dramaturgie und Redaktion, Leslie Rosin.